Die Trauer um Millionen Ermordete und das Erinnern an das Grauen, sie stehen im Vordergrund, wenn es um die deutschen Verbrechen am jüdischen Volk geht. Anders ist das bei dieser kleinen Ausstellung am Eingang zum israelischen Parlament. Aus den gezeigten Dingen spricht vielmehr der Stolz der Israelis. Also man ist halt einfach stolz, dass man den Mann, der dafür verantwortlich ist, gefangen genommen hat und ihn vor Gericht gestellt hat, nicht einfach mit einem Sonderkommando einfach abgeknallt, sondern er hatte wirklich eine faire Gerichtsverhandlung und es ist ein sehr wichtiger Abschnitt in der israelischen Geschichte. Sarah Rosenthal führt normalerweise Besuchergruppen durch die Knesset und sie erklärt zum Beispiel, an welcher Stelle der Ministerpräsident sitzt. Seit dieser Woche erklärt sie den Besuchern auch, was es mit dieser Eichmann-Ausstellung auf sich hat und sie erklärt, dass es die Todesstrafe in Israel bis heute gibt. Angewandt wurde sie aber nur dieses eine Mal, als Adolf Eichmann am 31. Mai 1962 gehängt wurde. Auch das macht diesen Prozess in Israel zu einem so einzigartigen Ereignis. Kürzlich freigegebene Dokumente lassen darauf schließen, dass sowohl die USA als auch Agenten der frühen Bundesrepublik schon Anfang der 50er Jahre wussten, wo sich Eichmann unter falschem Namen versteckt hielt. Aus israelischer Sicht ist hier aber nur wichtig, wie der Holocaust-Organisator dann tatsächlich in Argentinien aufgespürt wurde, durch antisemitische Äußerungen seines Sohns gegenüber einer Bekannten. Sylvia ist die Tochter von Lothar Hermann Und sie hat halt in Buenos Aires den Sohn von Eichmann kennengelernt. Und Lothar Heimann hat es dann weitergeleitet an die Israelis, dass sie den Sohn Eichmann gefunden haben. Die kleine Ausstellung erhebt nicht den Anspruch, die Geschichte Eichmanns in ein neues Licht zu rücken, einen anderen Blickwinkel zu finden. Es geht vielmehr darum, die Erinnerung an den für Israel so wichtigen Erfolg wachzuhalten. Zum Beispiel mit der kugelsicheren Kabine des Angeklagten, dieses seltsam vertraute Ding aus dem Gerichtssaal steht mitten im Raum. Eichmanns Kabine ist in jedem Fernsehbeitrag über den Prozess zu sehen. Ansonsten zeigen die Fundstücke aus dem Museumsdepot vor allem die Geschichte der Eichmann Fänger. Israelische Agenten, die dem Erfolg ihrer monatelangen Bemühungen auch dann noch nicht so recht trauen wollten, als sie Eichmann in Buenos Aires in ihr Auto gezerrt hatten. Es wird gezeigt, wie man ihn entdeckt hat, was ist die Geschichte dahinter, wie man ihn aufgegriffen hat und wie man ihn vor das Gericht gestellt hat. Also von Personenkult sehe ich jetzt hier weniger. Die Frage kommt auf, weil persönliche Gegenstände Eichmanns zu sehen sind. Ein Pfeifenmundstück, die Schlüssel zu Eichmanns Wohnung in Buenos Aires, ein Taschenmesser oder ein Kamm. All das mag man befremdlich finden. Gerade für die jüngeren israelischen Besucher soll es die Heldengeschichte der Agenten greifbarer machen. Daneben sind es die kleinen Details, die Einblick in das Israel Anfang der sechziger Jahre und seine Aufarbeitung der deutschen Judenvernichtung geben. So bekam Eichmann einen israelischen Pass, ausgestellt auf den hebräischen Namen Sef Sachruni, das gefälschte Dokument für den geheimgehaltenen Transport an Bord einer Linienmaschine, ist im Original zu sehen. Die Dokumente, die sie gefälscht haben, wurde zum Beispiel von einem Fälscher gemacht, der Auschwitz überlebt hat und Auschwitz dadurch überlebt hat, weil er für die SS gefälscht hat. Ein Ausstellungsstück ist tatsächlich geeignet, dem Besucher Schauer über den Rücken zu jagen. Eichmanns Handschuhe. Lederhandschuhe. Ausgestopft und auf einem Steinblock befestigt. Sarah Rosenthal erinnert an die SS-Männer mit ihren Hüten und langen Ledermänteln und ihren Handschuhen die man hier auch symbolhaft betrachten kann. Man macht sich die Finger nicht schmutzig. Ich habe nichts weiter damit zu tun, ich mache einfach nur meine Pflicht. Und ich glaube, dieses einfach, dass man die Handschuhe auszieht, sie sind jetzt da, und ohne Handschuhe stand er vor dem Gericht. Also in dem Sinne war er nackt. Einige Wochen ist die Ausstellung noch im Parlamentsgebäude in Jerusalem zu sehen, danach im Diaspora-Museum in Tel Aviv. Für Israel ist das Erinnern an den Eichmann-Prozess ein wichtiger Baustein der eigenen, noch so jungen Geschichte.